Hallo bei Böckels Offroad. Wir sind heute in Sachen Gordigier Dachzelt unterwegs und haben Sammy hier. Sammy, moin, moin. Genau, willkommen Sammy. Danke. Sammy macht mit seiner Freundin einen ziemlich coolen Trip, lassen sich gerade hier bei uns ein Dachzelt montieren. Also bei uns könnt ihr auch die Montage buchen. Ja, Sammy, erzähl doch mal so ein bisschen, was habt ihr denn vor? Ja, wir werden im Juli nach Island fahren und doch dann hoch in die Highlands fahren, schön Offroad quer durch mit dem Gordigier, uns ein bisschen auf anderen Wegen begeben als sonst. Die Ringstraße kennt ja jeder Mensch, braucht kein Mensch meiner Meinung nach. Schön irgendwo weg, wo die Wasserfälle sind, wo der Dampf aus der Erde rauskommt. Doch das Zelt aufschlagen, übernachten, fein. Fein. Warum habt ihr euch für ein Dachzelt entschieden? Was war da so die Key Facts, dass ihr sagt, das ist ja was ganz anderes als eigentlich, wenn man mit einem normalen Trekkingzelt oder mit einem Zelt irgendwo unterwegs ist? Was macht da für euch den Unterschied? Meiner Meinung nach, also ich habe sehr, sehr viel Trekking gemacht. Also ich habe schon Wochen im Zelt verbracht. Und jetzt ist es mal so gewesen, okay, mal nicht per Peles unterwegs sein, dann ein paar PS unter den Füßen zu haben, ist auch mal nicht schlecht. Und dann immer wieder aus dem Auto rauszusteigen, Zelt aufzubauen, Zelt ist nass, Zelt muss trocken werden. Dann haben wir gesagt, komm, dann lieber auf dem Zelt auf dem Dach. Es ist sicherer für uns, wir können es schneller aufbauen, schneller abbauen. Wir sind schneller weg, gerade auch in Island, falls dann doch irgendwie Erdbeben etc. pp. ist. Einpacken, wegfahren und wir sind safe. Cool. Ja, und das ist natürlich auch ein mega geiles Gefühl, wahrscheinlich morgens irgendwie auf dem Auto aufzuwachen, den Ausblick zu genießen. Das finde ich immer mega. Gerade in Island ist das ja prädestiniert dafür. Fenster auf und ich habe ja wirklich eine super verwunschene Landschaft. Ne? Das stimmt, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich freue mich auch tierisch schon drauf und ich kann nur jedem raten, probiert es auch aus. Ja, cool. Ja, und warum habt ihr einen Jeep ausgewählt? Es ist ja auf jeden Fall ein sehr reliable Car und ja, jetzt habt ihr schon, ich sehe schon, wir haben schon AT-Reifen drauf gemacht. Ja, also Jeep haben wir uns ausgewählt, da es halt auch erstmal für den normalen Alltag relativ günstig ist, super ist halt, man kann ihn halt auch in der Stadt benutzen etc. pp. Was auch gut ist, ist halt 4x4 mit Untersetzung etc. pp. Also man kommt auch überall weg. Wir haben uns für den Diesel entschieden, weil es ein Mercedes-Motor ist, der auch wirklich halt langlebig ist, der hält einiges ab und man kriegt überall die Ersatzteile. Also meiner Meinung nach gute Wahl. Good choice. Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allen Dingen Power, guter Allradantrieb, jetzt noch ein Dachzelt drauf. Perfekt. Ich bin gespannt auf eure Bilder, wir werden die posten. Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, Sammy. Ja. Gute Reise. Danke. Und danke nochmal fürs Zelt. Sehr gerne.